Sehr geehrte Frau Präsidentin, der Antrag enthält in Punkt 1 inklusive der Unterpunkte alles Vorschläge, die man grundsätzlich ohne groß zu überlegen vorstimmen kann. Aber nur eben grundsätzlich, weil sie eben nur grundsätzlicher Natur sind. Es ist so ein bisschen allgemeines Wünsch dir was. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die flächendeckende digitale Netzversorgung aller Anlieger nach dem neuesten Stand der Technik. Das ist so eine grundsätzliche Geschichte für mich eigentlich selbstverständlich und ich hoffe, der Senat handelt auch in diesem Sinne. Da ist aber auch ein weiterer Aspekt, weshalb wir dem Antrag nicht so in dieser Form zustimmen, nicht in der ausgeführten Form zustimmen können. Alle Punkte unter 1 sind nicht spezifiziert, sehr allgemein und ohne Angaben von Fakten. Die Sachlage skizzieren oder zumindest einen ungefähren Bedarf aufzeigen, das ist alles nicht gegeben. Es gibt auch keine Verweise auf etwaige Forderungen seitens der zukünftigen Nutznießer etwaiger Verbesserungen. Wir schlagen daher vor, die beantragten Punkte auf ihren betroffenen tatsächlichen Bedarf zu untersuchen und das zusammen mit den Unternehmen, die zukünftig dann auch die Nutznießer sein werden, und dann auf ihren Umfang in der Ausführung festzulegen und dann das Ganze zu beantragen. Der Punkt 2, die Interessenvertretung für Billbrook an der Umsetzung zu beteiligen, ist natürlich völlig richtig, kommt aber zu spät. Die Interessenvertretung muss zunächst an der Bedarfsfindung beteiligt werden. Entschuldigen Sie, Herr Elebracht, aber es ist zu laut im Plenum. Sie haben das Wort. Danke. Danach erst kann zusammen mit den betroffenen Unternehmen an der Umsetzung gearbeitet werden. Wir können dem Antrag daher inhaltlich nicht zustimmen, weil ich auch zum Beispiel nicht verstehe, warum jetzt das urbane Wohnen damit vermengt worden ist. Das kommt in diesem Antragsvortext vor. Genau in dieser Region kann und soll das gar nicht stattfinden. Er bleibt halt zu sehr im Allgemeinen stimmen, aber einer Überweisung dieses Antrages in den Ausschuss zu, weil er eben im Grundsatz zustimmungswürdig ist. Und ich habe jetzt daraus eine Speedrede gemacht, im Gegensatz zur Ankündigung von anderen.